Willkommen zu Let's Play FTL, Faster Than Light. Ein anderes Spiel, von dem es 10 Millionen Videos schon gibt. Und eigentlich wollte ich auch was ganz anderes spielen und aufnehmen, aber naja. Also ein Spiel wollte ich aufnehmen, was mir geschenkt wurde, was sich aber ums Verrecken nicht aufnehmen lassen will von mir bisher. Schade. Dann wollte ich Heroes of Might and Magic 5 weiter aufnehmen und ja, das Spiel habe ich im Original gerade nicht hier in meiner Wohnung und die Version auf meiner Festplatte ist bei meinem Festplattencrash vorgestern den Bach runtergegangen. Also spiele ich mal so halt hier ein bisschen FTL, weil ich wollte mal irgendwas spielen. So. Art dieses Spiels, ja, so Weltraum, Simulation, Strategie, Roguelike, wird man gleich sehen, wenn ich anfange. Und welches Schiff nehmen wir denn? Ach ja, ich habe eine Idee. Ich nehme das böseste, abartigste und am meisten zufallsbasierte Schiff, was es in diesem Spiel gibt, nämlich den DASR-12. Type B Layout vom Stealth Cruiser. Ja, hehe. Okay. Versuchen wir es einfach mal. Mal schauen, wie weit ich komme. Wahrscheinlich nicht so furchtbar weit. Ja, hier Namen und so kann man anpassen. Könnte ich doch. Ja, doch. Tun wir das doch einfach mal. Du bist jetzt. Du bist jetzt Kiriru. Hihi. Hallo. So. Kiriru ist ein Soldat. John wird. Ohne Absprache, ganz bösartig. Hallo, Grotol. Und du wirst. Ja. Brauche ich noch einen männlichen Namen? Ja, hier nehmen wir Voltan. Hallo, Voltan. YouTube-Channel der Voltan. So. Schon direkt Werbung gemacht. Und jetzt haben wir schon drei Leute, die zumindest ich kenne und die ich jetzt gleich sterben lassen kann. Ist doch schon mal geil. So, starten. Hier gibt jede Menge irgendwie Text, der nicht so furchtbar wichtig ist und den ich großteils ignorieren werde. Wer ein Problem mit hat, gibt so geile Pausefunktionen, kannst draufdrücken, nachlesen. Na, super. So, wir haben hier ein Schiff. Das hier sind Engine, also Antriebssysteme. Dann haben wir Waffensysteme, Piloten, System, Cockpit, Sauerstoffversorgung, weil Raumschiff, Türsysteme, weil hier so Tür öffnen, Sauerstoff rauslassen, Tür schließen, Sauerstoff drin behalten. Medbay, Krankenstation, Sensoren und Cloaking, also Unsichtbarkeitsdingsbums-Teil. Hier unten ist eine Energieversorgung. Es funktionieren nur Sachen, die auch Strom haben. Soweit schon mal ganz sinnvoll. So stellen wir das ein. Und dann hüpfen wir ein bisschen durch die Galaxis. Und jetzt können wir uns nicht aussuchen, hier, hier oder hier können wir hin. Hier sind ja Possible Ship Detected. Das heißt, da sind Schiffe, vermutlich feindselig. Können wir sehen, weil wir einen Long-Range-Scanner haben als Stealth Cruiser. Hier ist ein Nebelgebiet. Da funktionieren die Sensoren nicht so wirklich geil. Also so quasi gar nicht. Böse, kaputtes Föderationsschiff. Ja, tralala. Und wir würden gerne halt so eine blaue Option nehmen. Blaue Optionen sind immer toll, die funktionieren ganz gut. Ja, wir bekommen ein neues Crewmitglied. Ein John. Ja. Okay. Hallo John 2. Gut, dass ich den anderen umbenannt habe. gehen wir irgendwie dahin. So. Hier, durch Long-Range-Scanner, haben wir jetzt hier eine Warnung. Und zwar findet sich an dieser Beacon-Position ein Ionensturm. Das ist schlecht. Ionensturm sorgt dafür, dass man ganz, ganz wenig Energie auf dem Schiff zur Verfügung hat. Da wollen wir definitiv nicht hin. Auf gar keinen Fall. Ja, wir können einen Piraten angreifen. Das ist
eventuell eine gute Idee, oder der zerknattert uns jetzt vollständig, was auch sehr gut möglich ist, weil der eine Angriffsdrohne habe, wo ich erstmal direkt cloaken muss, damit die nicht zu großen Schaden anrichtet. Der Run wird schon mal gar nichts, das sehe ich jetzt schon. Das Problem ist nämlich jetzt, sobald dieses Teil hier einmal dieses Waffensystem trifft, sind wir am Arsch. So, da kommt noch eine Rakete von denen. Wir können schon mal den Glaive Beam platzieren. Das gefällt mir noch nicht. Wir wollen den so platzieren. Also es kann durchaus sein, wenn man dieses Spiel nicht kennt, dass man von dem, was ich hier gerade mache, nur die Hälfte versteht. Aber das ist dann halt so. Ja. Sauerstoffsystem ist getroffen. Das ist schlecht. Sauerstoff brauchen wir zum Überleben. Die wollen abhauen. Die werden das nicht schaffen abzuhauen, weil die genau jetzt explodieren. Danke. Okay, den Kampf haben wir noch geschafft. Hey. Wenn das so weitergeht, dann ist ganz schnell vorbei mit diesem Run. Aber das ist ja auch gar nicht so furchtbar schlimm. Vielleicht mache ich noch einen, vielleicht mache ich auch ein anderes Schiff. Also ich mag diesen Stealth Cruiser hier, weil der hat diese Waffe, der eben in einem Schuss, also die Waffe hat eben in einem Schuss das komplette Schiff kaputt gemacht, weil das ist richtig eingesetzt die stärkste Waffe im ganzen Spiel. Problem an der Sache, dieses Schiff hat, ja, Schild. Nix Schild. Die meisten anderen, also außer dem Stealth Cruiser, haben alle anderen Sachen irgendwas an Schild. Schild ist unglaublich toll, weil das sorgt dafür, dass man nicht so hammermäßig auf die Fresse kriegt. Wir haben kein Schild. Dafür haben wir einen Cloak. Okay, ausprobieren. Hier gibt's einen Shop. Wir wollen... Wir wollen eigentlich jede Menge davon. Wir können uns gar nichts davon leisten. Wir können Long-Range-Scanner verkaufen, bringt 15, hilft nicht. Also Stealth Weapons ist sehr gut in Verbindung eben mit diesem Cloaking, weil dann kann man gecloaked schießen, ohne dass der Cloak dadurch kaputt geht. Können wir uns leider nicht leisten. Schade. Nächstes Beak, mal gucken, was gibt's denn hier Schönes? Yep. Ja, wir wollen dem Schiff helfen und ein anderes Schiff bekämpfen, weil wir müssen einfach, auch wenn es verdammt gefährlich ist, und schon wieder eine Angriffsdrohne, das gibt's doch nicht. Wir müssen einfach kämpfen, weil sonst bekommen wir kein Scrap hier, was irgendwie die Währung ist in dem Spiel quasi. Also irgendwelche Schrottteile, die durchs Weltall rattern, und die kann man zum Bezahlen benutzen, um sich irgendwas zu bauen, das Schiff aufzurüsten und so Sachen halt. Das wollen wir, weil sonst haben wir später im Spiel so gar keine Schnitte mehr. Das Problem ist, wir haben auch jetzt so gut wie gar keine Schnitte, weil diese ganzen... Ja, das war nämlich genau das Problem. Jetzt haben die das Waffensystem getroffen. Dadurch ist die Ladung von dem Glaive Beam komplett auf Null zurückgefallen und wir werden jetzt vollständig zerlegt. TTT. Sehr schön. Gut, dass wir darüber gesprochen haben. Ja, Lebenspunkt schon halb weg im zweiten Kampf und ich glaube nicht, dass das jetzt noch was wird und ich glaube auch nicht, dass wir da noch irgendwas groß dran ändern können. Ich kann auch mal kurz cloaken, aber der ist ja auch schon angeschlagen. Ah, dieses Schiff ist so wahnwitzig bösartig, das ist nicht zu glauben. Ich habe keine Leute frei, um Sauerstoff zu reparieren, das... Ja, jetzt ist eh vorbei, jetzt ist der Glaive Beam wieder hinüber. Das war der erste Run von FTL, hey! Dieses Schiff ist so scheiße. Aber irgendwie mag ich es trotzdem. Naja, egal. Lassen wir uns ein bisschen zerlegen. Achso, ich könnte ja nochmal versuchen. Also zumindest so tun, als würde ich noch ein bisschen versuchen, aber ist halt verloren, das Spiel. Jo, bumm. Hehe. Ja, hat toll funktioniert. Also fantastisch. Gut. Bumm. Score 110. Okay, also... Ja, Stats. Ich habe das Spiel auch mit diesem Schiff irgendwann mal durchgespielt. Ich habe das Spiel allgemein relativ oft durchgespielt mit verschiedensten Schiffen. Aber man braucht eben gerade für diesen Stealth Cruiser extrem viel Glück am Anfang, damit man
irgendeine Chance hat. Naja, gut. So, Close. Main Menu. Jo. Ich werde dieses Video jetzt direkt beenden, weil er enthält ja einen kompletten Run und so. Werde das dann mal testrendern, aber jetzt gleich noch einen weiteren aufnehmen. Also, vielen Dank fürs Zusehen. Bis demnächst.